uns halt verraten, wo das liegt. So, und der hat auch recht, hinter dem Westtor. Dabei ist halt das Problem, dass die Piloten uns nie den ganzen Weg sagen. Sie sagen uns immer nur den Weg einen Sektor weit. So, dann sind wir in Zeus Bugsweet. Das ist der Grenzsektor zwischen den Teladi und den Boronen. Erreiche System Chaos Bug Suite. Turbo aktiviert. So. Turbo aktiviert. Die anderen blöde Sinzer. Ja, lalalala. Ich werde das übrigens nicht rausschneiden, weil ich finde, ja, die Reise gehört im Grunde genommen dazu. Weil, ja, das ist halt Teil des Spiels und es wäre halt blöd, wenn ich immer die Reisen rausschneiden würde, weil dann würde überhaupt kein cooles Feeling aufkommen im Spiel, finde ich zumindest. Ja, und für die, die das halt nicht sehen wollen, YouTube hat einen Search-Balken. Da könnt ihr dann halt vorspulen. Teladi Gaia erfasst. Den können wir jetzt auch nochmal anfunken. Was kann ich für Sie tun? Dort ist kein Profit zu machen. Aber wenn Sie unbedingt wollen, fliegen Sie durch das Westtor. Ja, das werden wir auch machen. Wir sind nämlich nicht so profitgeile Affen wie ihr. Eigentlich sind wir schon, aber momentan halt nicht. Ich hätte mir vielleicht doch mal schon mal ein Triebwerkstuning holen sollen. Das dauert jetzt doch schon etwas länger, die Reise nach zu den Argonen. Naja, wir genießen die schöne Landschaft. Welche Landschaft? Ja, das sieht auch schön aus. Alpha erfasst. Ah, eine Traumfabrik. Das ist übrigens eine Drogenfabrik. Beziehungsweise nicht direkte Drogenfabrik. Sie stellt die Sumpfpflanzen her, aus denen die Drogen hergestellt werden. Boron-Delfin erfasst. Ah, das ist ein Boron. Den pumpen wir doch gleich mal an. Ich werde erfreut, hier zu Diensten sein zu können. Ich war noch niemals dort, aber versuchen Sie es doch einmal jenseits vom Westtor. Aha, weil du noch niemals dort warst, kannst du natürlich uns auch die Richtung sagen, aber okay. Ja, die Boronen, die sind so... Ja, Boron-Delfin erfasst. Seltsam. Teladi Gaia erfasst. Die sind total freundlich und... ja, im Grunde genommen gegen niemanden böse und... keine Ahnung. Leben im Wasser, sind irgendwie so Tor, Wasserviecher. Nelaus-Grenze erfasst. Ja, mehr gibt's eigentlich so über die nicht zu sagen. Turbo erreiche System Menelaus Grenze. So, jetzt betreten wir das Territorium der Boronen. Boron Delfin erfasst. Die Stationen sind so ein bisschen grünlich, haben auch diesen leichten, ja, diese so Wellenmuster auf ihren, ich sag mal, Platten, Stationsplatten und so. Und wenn man in ihre Station reinfliegt, das werde ich auch gleich mal machen, sieht man schon, dass das eine Art, ja, dass es anders aussieht wie in normale Station, wenn man da reinfliegt. Nehmt doch gleich mal die Handelsstation der Boronen. Da haben wir es gleich geschafft.
Botschaft. Königliche Handelsstation der Boronen erfasst. Da muss man immer beim Ad-Doc ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Schlingelarme, die diese Station hat, einen ganz schnell zu Raumstaub verarbeiten können. Deswegen am besten immer schön außerhalb der Station anfliegen und dann von der Achse, von der Rotationsachse, die Station nur anfliegen. Da scheint es gerade heftig zur Sache zu gehen, da ballern die sich über den Haufen. Übrigens lassen die Xenons uns in Ruhe, solange wir sie nicht angreifen. Das finde ich ganz cool. Da wir ja noch unbewaffnet sind, hätten wir eh keine Chance gegen die. Hier ist die Handelsstation der Boronen im Südpositiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Oh, fast schon zu vergessen, abzubremsen. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Dann wäre unsere Reise ganz schnell zu Ende gewesen. Das wäre nicht so von Vorteil. Andockmanöver erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Boronen bieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord der Handelsstation zu begrüßen. Ja, das soll wohl irgendwie Wasser simulieren. Finde ich cool, dass unsere Raumschiffe auch durch Wasser fliegen können. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, was gibt's hier? Ah ja, Polizeilizenzen. Kann ich euch noch eben erklären? Nein, ich will das erklären. Wenn wir so ein Ding gekauft haben, dann bekommen wir Kohle für jeden Abschuss, für jeden Feindabschuss, ob Pirat oder Xenon. Das geht natürlich nicht, wenn wir jetzt einfach auf Händler schießen und dann halt wenn wir eine Rasse auf uns erzürnen und sie dann rot werden, dann werden natürlich ihre Abschüsse nicht gezählt. Was haben die hier noch Schönes, was man erklären könnte? Nö, sonst nichts. Okay, dann fliegen wir einmal weiter. So, wir fliegen weiter nach Westen. Oh, das ist gefährlich. Gefährlich. Jetzt hätte ich fast selbst vergessen, dass man da echt beim Abducken und Andocken extrem vorsichtig sein muss. So, Westtor, wo bist du? Die Richtung. Da, ich hab's gesehen. Ah, oh, ich muss mir auch unbedingt noch eine... wie heißt's? Ah, ich komme gerade nicht auf den Namen, das ist blöd. Nein, ich komme nicht drauf. Es ist aber wie so eine Art Fernglas. Man kann mit einer Taste dann halt auf bestimmte Objekte ranzoomen. Sehr praktisch. Vor allem, da man die Tore auf der weiten Entfernung fast nicht erkennt und man nie genau weiß, ob man jetzt weiter drüber oder drunter liegt vom Gravidar aus. Tor, Königinhügel, erfasst. Turbo aktiviert. Erreiche System Königinhügel. So, ich glaube, das ist noch ein Sektor, bis wir... Turbo aktiviert. Unbekanntes Xenon-Schiff erfasst. Könntet ihr sehen, die bösen Xenon, die interessiert das überhaupt gar nicht, dass wir hier so dicht an ihnen vorbeifliegen. Ziel verlässt Feuerreichweite. Greifen uns überhaupt nicht an.